Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe in der letzten, nach dem letzten Video, habe ich mir erstmal wieder ein paar Unsichtbarkeitskonfekte da gefarmt. Und ja, haben auch schon überlegt, vielleicht sollten wir gar nicht, noch können wir zurück. Aber wenn wir jetzt vorwärts gehen, da ist eine Nebelwand. Vielleicht den Einzelnen, der da ist, mit dem Flötendings da hier, mit ihm hier, ranlocken. Und dann hoffen, wenn er sich umdreht, dass wir ihn... Kill machen. Bloß viel verstecken kann man sich ja hier nicht. Die Tür ist dann ja zu, da kommen wir nicht hin. Ich weiß gar nicht, könnten wir hier uns vielleicht verstecken, unsichtbar machen und dann... Wenn er aus sich sieht und wenn er zurückgeht, dann... einen Kill machen. Werden wir mal testen. Noch ist die Wand nicht da. Okay. Also erstmal unsichtbar. So. Weil ich glaube, der Speerträger steht ja mit dem Rücken zu uns, ne? So, jetzt dürfte auch Nebelwand da sein. Genau. Ah, warte mal. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Hier. Nee, da kommen wir nicht mehr hin. Okay. Hoffen, da war weit genug, dass ohne uns nicht sieht, wenn wir hier stehen. Muss alleine kommen, ne? Die werden ihn killen und nicht töten, ne? Dreh dich um. Okay. So, schnell hin. Oh, wo hat er uns gesehen? Okay. Hey! Hat er uns getötet? Echt? Ich dachte, wir könnten ihn von hinten einen mitgeben. Aber nein. Lass ihn gehen, lass ihn gehen, lass ihn gehen. Ey. Du von kein Feuer, kein Schaden nehmen. Lass mich in Ruhe, ich muss kurz Getränk nehmen. Magerkot. Ich stehe wieder ganz ungünstig. Komm zurück! Okay, das hat immer nicht geklappt, den da so wegzulocken. Schade. Dann lassen wir ihn doch gegen ihn kämpfen, ne? Den kriegen wir ihn gar nicht. Gekillt oder was? So. Müssen wir die Übernahme machen? Haben wir die drinne? Ja, gut. Ach. War ich denn hier? Oh, oh, oh. Ja, muss er noch mal herkommen. Dann übernehmen wir ihn. Dann soll er kämpfen gegen einen anderen. So. Hoffe, das funktioniert. Ich
Weil gegen beide auf einmal kämpfen, das ist, glaube ich, ganz schlecht. So. Zurück. Der kommt doch zu uns. Du sollst gegen deinen Macker kämpfen. Wo ist er denn? Ist er schon tot? Da. Okay. Was ist mit ihm? Ja, der liegt halt. Kann ich aber leider doch aufnehmen können. Ministerium löscht. Oh. Mal gucken. Ist er noch da irgendwo? Ja, da läuft er. Ei müssen wir zumindest wegnehmen. Wir müssen ja da irgendwie zu der Burg kommen. Okay. Vielleicht klappt das ja. Ja, wir brauchen erstmal eine Flasche. Warum wir haben wir Schaden genommen? Achso, weil er ja gegen uns gekämpft hat. So, nun müssen wir bloß aushalten. Hey. Ja, Terra, ganz ruhig. Hey, wir sind tot? Nee, doch nicht. Ah, jetzt sind wir tot. Scheiß die Wand an. Ich habe halt die Scheiße gedrückt. Scheiße, ich wollte auch Auferstehung machen. Hm. Ah, ja, da war der Terra wieder zu aufgeregt. Ja. Also, ganze Spielchen nochmal. Aber hier um der Ecke sitzt auch eines, nur noch zweimal, ne? Aber die können wir doch... Können wir die denn auch übernehmen? Oder der lag ja bloß rum da, ne? Da hat er ja nichts gemacht. Der hier um die Ecke saß. Der da. Können wir zwar anvisieren, aber die können wir nicht, glaube ich, nicht übernehmen, ne? Oder? Ne. So. Lass mal ein bisschen höher kommen. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn wir hier oben ist. Dass der andere nicht gleich kommt. Kann natürlich auch sein, wenn wir den killen, dass der andere aktiv wird, ne? So oder so. So. Vielleicht war er noch dicht genug. Oh, okay. Ey, jetzt kommen wieder beide. Ist doch kacke. Ja, dann lass uns sterben, denn der hat uns gesehen. Oh Mann! Schwierig da. Verballern wir wieder unsere ganzen Konfekts hier. Na gut, dann darf er nicht allzu dicht rankommen. Ich glaube 21 hatte ich mir zusammen gefarmt. Hey, der ist ein Feuer. Ja.
müssen wir trotzdem übernehmen, ne? Am besten. Alter, was ist denn das hier? Kannst du nicht. Ja, da kommt er gleich an. Raus hier aus der Mütze da. Lass sie campen. Komm, Sprunghaken. Bin jetzt mit ein bisschen abgelenkt. Ministerium Löschpuder, was ist denn das überhaupt? Da unten liegt noch was. Mal gucken, was das ist. Knallquecksilber, okay. So. Okay. Feuerwerk. Der hat uns gesehen. Ach, wir sind ja auch sichtbar. Der Ast fehlt zum Wegspringen, ne? Kommt er hierher? Echt? Will er hierher kommen? Oh, der hat immer noch seine zwei Pilorüchse. Verpiss dich! Warte mal, vielleicht können wir rüberspringen. Ja, dann ist er wieder voll, ne? Aber dann geht er auch wieder, glaube ich, zurück zu seinem. Ja, dann machen wir uns mal. Wir haben Ministerium Löschpuder. Warte mal, ist das hier auch drin? Ministerium, so. Medizinischer Puder zum Behandeln von Verbrennung. Etwas effektiver als normaler Löschpuder. Halt den brennenden Status, reduziert die Ansammlung an Verbrennung und verringert den Schaden durch erlittene Verbrennungsangriffe. Das Ministerium fürchtet Ashina und seine blutunterlaufenden Augen, getränkt mit dem ewigen Wasser. Dieser Puder dient als Schutz, als es Ashina mit Flammenangriff. Ja, da haben wir drei Stück vom, aber. Na, wir lassen das normale drin, ne? Wer weiß, was noch kommt. Heben wir es auf. Wie viel haben wir hier noch? 17. Oh, ja. Schon wieder vier Stück verballert. Okay, erstmal heilen. So. Dann machen wir uns nochmal unsichtbar und springen rüber. Hier kommen wir ja nicht durch. Wir müssen dann wieder da lang. Okay. Runter. Es steht doch wieder, ne? Da vorne, oder? Da, wo die Flammen sind. Hä? Er macht ja nichts hier. Oder steht er jetzt hier oben? Kühlchen, Magnetitschrott. Ne, hier oben steht er doch eigentlich nicht. Nö. Aber die Flammen sind aufgehoben. Hä? Die Nebelwand? Warum ist er gestorben oder was? Kann das sein, dass er nicht mehr da steht? Der ist weg. Hä? Wie das denn? Das muss ich mir im nächsten Video nochmal angucken. Der muss ja irgendwo sein. Oder der ist vom ganzen Umherlaufen da ins Feuer gelaufen, ist verbrannt. Kann ja sein, kann ja sein. Aber hier kommen wir nicht weiter. Ich meine, wir haben, glaube ich, auch irgendwie Punkte gekriegt, ne? Aber. So. Der Durchgang war doch da hinten, ne? Wir sind damals von da gekommen und dann sind wir doch hier
hier durch und dann unter der Brücke durch und dann da irgendwie da hinten, da unten, da wo ist deine Schnellreisefigur? Da hinten? Alter, wenn er so leicht ist, dass er da, der Macker da zu töten ist, das muss ich mir gleich nachher nochmal angucken im Video. Ja, so. Da hinten. Das ist eine Schnellreisefigur. Die gab es damals noch nicht. Ja, und die sind ja damals hier unter der Brücke durch und dann runter und ne? Ja. Hätten wir uns das Garschen-Konfekt sparen können. Also da kommen wir nicht mehr hin. Da ist ja die Pagode, was immer, die Mondscheintempel. Über unserem Kopf, die dreistöckige. Und da kommen wir nicht mehr hin. Da ist zu, das Gebiet. Okay. Und die Nebelwand ist weg. Okay, dann müssen wir da in der Richtung. Aber ich glaube, wir haben auch schon wieder die Zeit erreicht. Entschuldigung. Dann werden wir uns da nochmal rüber liegen sogar noch wieder ein paar Sachen. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge uns mal hier durchwuseln. Darf er da gucken, was hier uns noch erwartet. Ja. Ja, und da ging es doch zum Verlies, ne? Dann wären wir von da gekommen, wo der Glockenheini damals stand. Mit seiner dicken, fetten Glocke da auf dem Rücken. Ob wäre denn der Weg kürzer gewesen? Puh, weiß ich nicht. Na gut, in der nächsten Folge werden wir hier das mal angehen. Wir können auch darüber, ne? Rüberspringen war das, ne? Und dann halten irgendwie. Oder vom Baum aus. Naja, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich werde mir gleich nochmal das Video anschauen. Ob der andere da nun sich selbst umgebracht hat, weil er im Folgerand ist. Keine Ahnung. Und ich dachte, wir müssen noch gegen ihn kämpfen. Vielleicht haben wir deswegen auch weniger Punkte gekriegt. Ich weiß es nicht. Wir haben ja eh Punkte verloren. Also von daher. Hm. Okay. Also, ringehauen, bleibt gesund, genießt das Wetter. Bis dann, euer Terra. Ciao.